Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete. Heute haben wir wieder den Antrag der Linken vorliegen über Gewinnsteuer zum zweiten Mal. Die Grünen reihen sich ein, stellen auch einen Antrag zur Übergewinnsteuer. Verbunden in dieser Debatte ist unser Antrag zur verordneten Gasumlage, diese zu beseitigen. Zunächst möchte ich ein paar Worte zur Übergewinnsteuer sagen. Im Prinzip hat Herr Thomas das alles schon bildlich dargestellt, wie die Probleme sind. Das müsste ich jetzt eigentlich alles wiederholen, weil wir es auch gesagt haben. Es ist nirgends geregelt, was ist klar ein Übergewinn, wie wird er genau definiert, wie sollen Steuerberater gegenüber den Finanzämtern erklären, wie das genau ist. Der Minister Richter hatte darauf an selber Stelle in der letzten Sitzung darauf hingewiesen. Herr Professor Dr. Willingmann hat sich ein bisschen anders sich artikuliert, aber trotzdem die Probleme auch erkannt. Das hatte ich schon wahrgenommen. Aber die Frage ist natürlich, wie wir uns als Regierung dazu genau verständigen wollen, wenn man... Naja, also wenn Sie, Herr Minister, ja, also wenn Sie sagen, Sie wollen das machen, weil Sie doktern ja an dem Problem rum, wollen eine Übergewinnsteuer jetzt einführen für Mineral- und Konzerne, führen eine Gasumlage ein, weil Juniper gerettet muss. Wenn wir die Regierung wären, Herr Dr. Grube, wird es die Probleme ja nicht geben, weil wir diese Sanktionen ja nicht beschlossen hätten. Wir hätten weiterhin noch die Gaspreise von 2021 bei 8,9 und noch ganz anders, wenn wir was zu sagen hätten, hätten wir auch nicht den Irrsinn aus dem Ausstieg der Atomenergie beschlossen, hätten von 2020 zu 2021 die Preissteigerung des Arbeitspreises von 6,19 auf 10,19 machen müssen, weil ja die Gaskraftwerke durch den Strom erzeugen mussten. Das hätten wir ja alles nicht gemacht, solche Fehlentscheidungen. Das Problem ist, sie wirken wie der Klempner, den man jetzt ruft, wenn ein Wasserrohr gebrochen ist, der mit einem Eimer kommt und das Wasser außen der Wohnung schüpft, aber nicht das Rohr repariert, wo das Wasser immer wieder nachläuft. So funktionieren ihre Maßnahmen, die sie beschließen. Und das ist grundsätzlich ein Problem. Das heißt, man könnte sagen, sie erkennen zwar das Problem der Gasumlage, wie sich das auswirkt auf die Unternehmen, dass das zu Massenarbeitslosigkeit führen wird, dass das zu sozialen Verwerfungen führen kann und wird. Das erkennen sie alles, aber sie benutzen ihre kognitiven Fähigkeiten nicht, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, sondern sie sind ideologisch geprägt und kommen jetzt auf soziale Umverteilungsprojekte und das ist prinzipiell schwierig. Das heißt, vom Grunde her lehnen wir die Übergewinnsteuer und alle damit verbundenen Diskussionen ab. Zweitens will ich nur daran erinnern, dass der bürokratische Aufwand in Deutschland so schwierig und wahnsinnig gestaltet wird, dass von diesen Erträgen so gut wie nichts übrig bleibt. Und wenn man wirklich von den Übergewinnen etwas zurückführen hätte wollen, hätte man die Übergewinnsteuereinnahmen einfach wieder zurückgeben können, weil die hat man ja über Gewinn erzielt. Also das heißt, Sie müssten sich als Staat ja auch selber dieser Übergewinnsteuer dann auch mal unterziehen, wenn Sie darüber diskutieren, das aber von Ihnen nicht angesprochen worden. Das heißt, das haben Sie gar nicht auf dem Schirm, weil Sie sich als Staat nur die Taschen voll machen wollen. So, zur Gasumlage hat mein Kollege Lischke schon ausgeführt, hat auch gesagt, wie sich das verhält mit dem Firmen SKW Piesteritz, was da für Versorgungswirtschaft dranhängt. Das ist alles überhaupt nicht berücksichtigt. Dann, ich will ein Beispiel nennen, Wohnungswirtschaft. Das bin ich noch vor ein paar Wochen, ist das gesagt, das ist Verschwörungstheorie. Jetzt hat der Verband der Wohnungswirtschaft gewarnt, dass die Heizkosten um bis zu 400% steigen werden. Alle großen Unternehmen im Land haben geplante Baumaßnahmen erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, für 2023 rechnen die Handwerksbetriebe mit bis zu 40% Stornokosten beim Bau. Das heißt, das sind solche Folgen für unsere Wirtschaft hier in Sachsen-Anhalt, die ja überwiegend aus KMU-Betrieben besteht, die hier noch gar nicht abgedeckelt sind. Und das sage ich jetzt mal völlig unideologisch, das sind Probleme, die auf uns zukommen. Das können wir noch gar nicht absehen, wenn wir jetzt nicht eine 180-Grad-Wende machen in der Sanktionspolitik. Zu Herrn Thomas habe ich zu sagen, gerade ja nicht da, aber auch egal, zu Herrn Thomas und der CDU möchte ich dann sagen, stellvertretend, dass Ihre Position in der Landtagsfraktion ehrenwert ist, aber die Position im Bund eine völlig andere. Und da würde ich mir wünschen, dass Sie mal eine laute Stimme in den Bundestag geben und Ihre Position mal vertreten würden, weil die ist unserer sehr ähnlich. Aber das ist Fehlanzeige. Ich glaube sogar, dass Ihre Bundestagsabgeordneten bei jeder diesbezüglich gearteten Diskussion, die unsere Fraktion im Bundestag angeschossen hat, immer gegenteilig abgestimmt haben. Das heißt, hier sollten Sie vielleicht mit Ihren Kollegen noch mal ins Gespräch gehen. Und dann ist mir hier von einem Kollegen im Haus, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, gesagt worden, ach, 2,4 Cent die Kilowattstunde mehr Gasumlage, das ist ja jetzt auch nicht so viel. Ja,
Das kann man so sehen, wenn man sagt, okay, der Arbeitspreis ist jetzt bei 22,69 Cent, aber 2020 kann das jeder seiner Energiekostenverordnung, also Rechnung abnehmen, dass zum Beispiel die Energieversorger in BAM oder EMS einen Arbeitspreis von 6,9 Cent hatten. Und dann sind 6,9 Cent, nämlich die 2,4 Cent, ein Drittel von dem Arbeitspreis, wie er 2020 war. Dass natürlich von 2020 zu 2021 der Energiepreis sich von 6,9 Cent schon auf 8,9 bis 10,7 erhöht hat, je nachdem, welchen Vertragspartner man hatte, aufgrund der Abschaltung von Kernkraftwerken und der Mehrverstromung durch Gaskraftwerke, geht keiner ein. Und die Stadtwerke haben jetzt zum Beispiel bei uns im Kreis nochmal auf diese 10,9 Cent, 11,9 Cent Erhöhung des Arbeitspreises gemacht. Und da kommt jetzt auch noch die Gasumlage drauf. Das heißt, wir haben in der Spitze 26,9 Cent die Kilowattstunde. Und wenn das Bäckerei, Großbetriebe oder andere bezahlen sollen, dann muss man so realistisch sein, dann gehen hier in vielen Betriebsbranchen die Lichter aus. Ich will nur sagen, Dachziegel ist jetzt zugemacht worden. Die Folge ist, die Großhändler sagen, Baumaterialien, Dachziegeln 50% teurer. Fliesenbrennereien machen zu. Was ist die Folge? Sie kriegen A nur zweite Wahlprodukte aus billig produzierenden Ländern. Das heißt, alles wird doch teurer und schwieriger zu machen. Und das geht so nicht weiter und wir müssen da 180 Grad Kehrtwende machen. Das Problem ist, die Entlastungspakete und die Vorschläge von Grüne und Linke sind nur ein Rumdoktern an Symptomen, nicht am Problem. Wir müssen die Sanktionspolitik wenden, liebe Kollegen.